bin ja seit einiger Zeit tätig für den Fachverband Biogas und das einfach aus persönlicher Überzeugung. Und wir fahren im Sommer immer so ein bisschen rum, besichtigen Biogasanlagen, ich informiere mich. Wir drehen kleine Filmchen, in denen erklärt wird, warum Biogas bedeutsam ist im Mix der regenerativen Energien. Und wir haben das in den letzten Jahren im Süden gemacht und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir eine Nordtour. Also an alle hier Anwesenden, moin, moin. Oder auf bayerisch, grüß euch. Okay, wir sind hier in Darmstadt auf der Darmstädter Umstellung. Das hier sind 18 Hektar, sprich, das sind mal 180.000 Quadratmeter Toplaster mit rund 750 Umstellern. Und der Guide von Trecker, mit Maiwag, aber Liegeboxen, mit Ferkelbuchten. Hier findest du alles, auch für den Hus und für den Pferd. Es ist ein Markt und ein Rummel zugleich und man kann sich hier wunderbar amüsieren und informieren. Meine Einstellung zu Biogas ist für mich persönlich, sehe ich sie schon als sinnvoll an. Ich habe auch gerne eine Biogasanlage, so eine 75 kW-Anlage, wo ich dann meine eigene Gülle vom Betrieb gut verwerten kann und dann Mess mit drin schmieden könnte. Wir haben selbst in unserer Samtgemeinde, ich meine, 13 Anlagen mittlerweile. Und wir haben den Vorteil, dass wir in verschiedenen Orten Wärmenetze haben. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger profitieren davon, weil sie entsprechend günstigere Heizkosten haben. Und ich denke, es ist noch ausbaufähig. Man muss einfach zu oben gehen und man kann halt nicht alles alleine machen. Wir müssen dafür sorgen, dass gerade was das EEG anbelangt, wir verlässliche Rahmenbedingungen auch langfristig haben. Die Politik kann nicht alle paar Jahre die Rahmenbedingungen ändern. Insofern wünsche ich mir halt, dass man sich realistische Ziele setzt, die dann aber auch konsequent verfolgt. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Erneuerbare Energien allgemein sind eigentlich das, was die Zukunft ist, weil alles andere an Rohstoffen ist irgendwann mal zu Ende. Und nur über die nachwachsenden Rohstoffe haben wir eine Chance, unseren Kindern da noch irgendwo ein bisschen was von dem Flecken Erde abzugeben oder zu hinterlassen. Man sieht hier eigentlich ganz deutlich und anschaulich, dass die Nutzung von Biogas auf dem Land Gewerbesteuereinnahmen und Arbeitsplätze generiert und das ist eigentlich eine super Sache und das Ganze bei der Erzeugung von regenerativer, CO2-neutraler, umweltfreundlicher Energie. Super. Herzlichen Dank. Danke.